spielen. Das Lied, meine Damen und Herren, hat einen Titel und der lautet: Auch der Kunstmarkt ist ein Markt wie jeder andere, beziehungsweise Kritik an zeitgenössischer Artifizialität in 4 Sekunden. Kennst du schon? Was heißt hier postmodern? Das Bild sieht scheiße aus. Die Hypovereinsbank bringt Nachwuchskünstler auf die Bühne seit über 35 Jahren. Als Hypovereinsbank sind wir Teil einer europäischen Bankengruppe, der UniCredit, und profitieren selber auch stark von europäischer kultureller Vielfalt. Und das schlägt sich auch in unserem Engagement nieder. Das heißt, kulturell fördern wir die kulturelle Vielfalt, einerseits über Institutionen wie die Philharmonica della Scala, die Arena di Verona, die Opernhäuser hier in München, bis hin eben auch zum Thema Nachwuchsförderung mit Jugendkulturell. Herzstück, der Jugendkulturell-Förderpreis mit Preisgeldern von insgesamt 20.000 Euro. Er soll junge Künstler ermutigen, den Schritt auf die Bühne zu wagen. I'm as ritzy as I can be, so I never wear the gangos when I take my sugar to tea. Wir wollen Unterstützer sein, Förderer. Wir wollen neue Publikumsschichten erschließen. Wir möchten gerne, dass die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit aufmerksam wird auf neue Talente. Also da gibt es eine ganze Bandbreite dessen, was wir dabei sehen, wenn wir diese jungen Künstler auf die Bühne bringen. 9.500 Künstler, 2.200 Veranstaltungen, eine Bilanz, die Aktionäre strahlen ließe, wäre kulturelles Engagement eine Kennzahl für Börsianer. I've never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings, then the movie. So freuen sich die Zuschauer und die Künstler. Wir haben sehr positive Rückmeldungen, einerseits von den Künstlern selber, die wir über Jahre hinweg begleiten. Sie haben auch die Möglichkeit, dann bei unseren großen Events aufzutreten, wie der UniCredit Festspielnacht vor 15.000 Leuten als Bühne. Das ist natürlich ein besonderes Erlebnis. Ja, und auf der anderen Seite ist es auch immer wieder für unsere Kunden und Gäste ein ganz besonderes Erlebnis, die jungen Leute auftreten zu sehen und eben auch die jungen Stars von morgen begleiten zu können. Kulturelle Förderung dort, wo sie auf fruchtbaren Boden fällt. Der künstlerische Nachwuchs kann sich glücklich schätzen. Ah!